Milliardäre, die zahlen ja wenig Steuern, heißt es immer wieder. Doch was sind wirklich so die Möglichkeiten, wie Milliardäre durchaus Gelder ins Ausland verschieben oder massive Steuern sparen? Und vor allem, jetzt der spannende Punkt, wie du das Ganze auch auf deine persönliche Situation übertragen kannst. Das werde ich dir in dieser neu startenden Reihe jetzt hier mal kurz und knapp zusammenfassen. Denn wir werden jetzt eine umfangreiche Reihe auch machen, wo man ganz klar sagen kann, so haben in der Vergangenheit oder vielleicht auch in der Zukunft Milliardäre einfach Gelder ganz einfach optimal oder finanzielle Situation optimal gestaltet, damit die Steuerbelastung reduziert ist, aber auch gleichzeitig das Kapital sinnvoll eingesetzt wird. Denn wie gesagt, am Ende ist das Kapital nur sinnvoll eingesetzt, wenn es weiter arbeitet. Denn es gilt natürlich weiterhin, Geld schläft nicht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und an der Stelle muss man sagen, dass die Gestaltungsfälle hier auch in Deutschland immer mehr zunehmen. Denn es ist ja das alte Motto, Steuern spart, wer Steuern plant. Und da sind ja vor allem auch Milliardäre durchaus immer wieder kreativ, wobei man auch sagen muss, viele Millionäre nutzen das auch schon. Und vor allem auch in den unteren sechsstelligen Vermögen beginnt man sehr schnell zu verstehen, naja, wenn ich Steuern nicht zahlen muss, dann habe ich mehr Geld für die wichtigen Dinge. Nämlich zum Beispiel Reinvestition in das eigene Unternehmen und in das finanzielle Fortkommen. Ein klassischer Fall, wo aber, sage ich mal, auch viele Familien und natürlich Unternehmen jetzt aufgeflogen sind, sind sogenannte Offshore-Konten und Firmen. Wir erinnern uns natürlich an Fälle wie Paradise Papers, Panama Papers und, bei denen plötzlich viele Familien aufgeflogen sind. Wir haben ja jetzt über den aktuellen Fall von den Panama Papers jetzt schon berichtet, aber wir gehen da jetzt auch nochmal in anderen Videoreihen drauf ein und zeigen mal, was die Familien dort wirklich damit getrieben haben. Ganz klar ist natürlich auch ein Thema und da sind wir wieder so beim Bereich, wo man sagt, nutze dir die aktuellen Regularien. Denn wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier relativ schnell steuerliche Verlustverrechnungen durchzuführen. So mit Investitionsabzugsbeträgen ist ja so am unteren Limit, vor allem für diejenigen, die Vermögen aufbauen wollen, schon etwas Spannendes. Das kann man in bestimmten Bereichen auch hochskalieren. Jetzt ist es so sagen, ja Roland, was will jemand mit einem IAB von 200.000 Euro? Vorsicht! In der Reihe soll es auch darum gehen, dir zu zeigen, wie du sehr schnell und sehr einfach das kopieren kannst, auf einem geringeren Level. Denn viele Zuschauer werden wahrscheinlich keine Milliardäre sein oder Millionäre, vielleicht Millionäre schon, aber wo man ganz klar sagen kann, auch da kann man schon diesen Hebel ansetzen und vor allem auch, wenn man eine gesetzlich garantierte Rendite hat. Und deswegen schau mal unten zum Beispiel bei den PV-Anlagen unten rein, da kannst du auf die Schnelle mal 50.000 Euro an Steuern sparen. Ganz klar ist natürlich auch das Thema Philanthropie. Denn überall, wo man denkt, dass etwas Gemeinnütziges ist, ist auch am Ende irgendwo ein gewisser Nutzen. Nicht nur für diejenigen, die davon betroffen sind, sondern auch diejenigen, die die Philanthropen sind. So haben wir auch schon in unserer Familienstiftungsreihe durchaus gezeigt, wie man auch mit Philanthropie Steuern sparen kann. Und ganz klar sagen kann, so haben wir unsere gemeinnützige Stiftung, da unsere Familienstiftung, also lasst uns bitte in Ruhe. Was aber durchaus mittlerweile der Standard ist, sind auch so Holdingstrukturen, wie wir sie auch zuhauf betreuen, mit Stiftungen, mit natürlich Holdingstrukturen oder auch manchmal Genossenschaften. Und man sagt, damit kann man hier auch natürlich sowohl in Deutschland als auch mit natürlich der Verschiebung von Gewinnen in andere Länder hier durchaus etwas durchführen. Das, wie gesagt, werden wir auch noch sehr umfangreich dann betreuen in der nächsten Zeit und auch natürlich auch bearbeiten, weil es dort viele auch Gestaltungsmöglichkeiten in Deutschland gibt. Denn ganz klar ist natürlich, der Gesetzgeber macht natürlich die Gesetze. Doch da heißt es auch immer wieder, Lobbyarbeit wird hier auf politische Einflussnahme ganz einfach durchgeführt. Und da werden natürlich Steuergesetze zu Gunsten bestimmter Personen durchgeführt. Wobei man ganz klar sagen muss, dass diese Steuergesetze schlicht und ergreifend mittlerweile nicht einmal mehr zugunsten irgendwelcher Gruppierungen teilweise gemacht werden, sondern man einfach ganz klar sagen muss, die Komplexität nimmt nur deswegen zu, weil man auch von Seiten zum Beispiel des Gesetzgebers, auch von politischen Parteien aus, alles regeln will. Und das führt am Ende dazu, lustigerweise. Du willst noch mehr? Auf steuermitkopf.de findest du unsere brandneuen Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir direkt zu buchen. Schau gleich mal vorbei.
primär natürlich zum Beispiel auch aus dem stark linken Spektrum, dass man hier immer mehr regeln will, aber durch immer mehr Komplexität schafft man immer mehr Schlupflöcher. Und das natürlich ist auch so eine Thematik, Nutzung von Schlupflöchern ist wie gesagt eine Gesetzeslücke oder sage ich mal auch sogar legale Möglichkeiten, wo man ganz klar sagt, hey, bloß noch 1,5% auf meine Aktiengewinne, das nehme ich mit. Was ich auch immer wieder sage, ist ja auch in unserer aktuellen Erbschaftssteuerreihe, die wir starten, ist, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Vermögen bei der Erbschaft übergeht. Eine schlechte erbschaftssteuerliche Planung ist, wenn am Ende das Vermögen mit der Erbschaft übergeht. Natürlich Restvermögen, Immobilien, sonstiges, das ist ein anderes Thema. Unternehmensvermögen sollte schon Jahre davor im Zuge der Schenkung übertragen werden oder im Verkauf, um hier frühzeitig natürlich etwas zu machen. Da hatte ich zum Beispiel auch wieder einen aktuellen Fall, sehr vermögende Familie, die wir schon jetzt mittlerweile über 30, 40 Jahre betreut haben, also in der Vorkanzlei auch mein Vater, wo man ganz klar sagen muss, wir haben versucht jedes Jahr denen zu sagen, hey liebe Leute, jetzt aber mal schenkt mal was, übertragt mal was. Und was war am Ende jetzt das Thema? Am Ende ist es so ausgegangen, dass aus einem sehr vermögenden Unternehmen hier natürlich so massiv Liquidität aufgrund auch des privaten Immobilienvermögens rausgezogen werden musste, dass alle Erben jetzt, hier sage ich mal, einen guten sechsstelligen Betrag an Steuern zahlen müssten, obwohl sich das hätte längst verhindern lassen. Doch da muss man sagen, ist auch der Geiz vor den entsprechenden Steuerberatungskosten gerade im unteren Segment durchaus so, sondern ja, das Geld spare ich mir lieber die 2.000, 3.000 Euro oder 4.000 oder 10.000 Euro für einen Steuerberater, weil, wie gesagt, das geht ja sowieso mit der Erbschaft über. Und dann ist meistens aber das Vermögen, natürlich würde man rein Habeck sagen, nicht weg, nur es hat am Ende das Finanzamt. Die Steuerplanung ist nämlich auch was. Und das ist das, was ich auch seit mittlerweile 8 Jahren jetzt hier auf diesem Kanal mache, ist dir klar und deutlich zu machen, du musst deine Steuern planen. Ein Steuerbescheid, der dich überrascht, ist im Grunde das Schlimmste, was passieren kann. Und hier geht es nicht mal um illegale Machenschaften oder sonstiges, sondern know your numbers. Wir haben oft genug auch über das Thema BWA und sonstiges gesprochen. Wenn du deine Buchhaltung vom Steuerberater machen lässt, wenn du sie selbst machst, zum Beispiel auch mit Tools wie LexOffice und, dann solltest du hier wirklich deine Daten genau im Blick haben. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dich zum Beispiel nach der Gründung im klassischen verflixten dritten Jahr die Steuerzahlung kalt erwischt. Und da möchte ich jetzt mal anteasern, da gehen wir jetzt in den nächsten knapp 30, 40 Videos mal auf diverse Steuergestaltungen, legal und illegal, ein. Und dementsprechend lass ein Abo da, damit du in Zukunft nichts verpasst.